Hallo zusammen, heute gehen wir auf unsere erste Exkursion in den Wald. Sind ihr bereit? Ja! Okay, Anmarsch! Was würdet ihr sagen? Was gibt es da für Fragen? Da hat es auch ein paar. Oh, ich habe etwas herausgefunden. Ja. Schau mal, sie sind genau in der Richtung von der Sonne. Fühlen sie sich an. Nicht jetzt auf der Schattenseite. Oh, wenn wir Schatten machen, gehen sie gerade weg. Können cool. Sie sich bewegen? Wie heißt das denn schon wieder, Papi? Ich glaube, Totenkopfwanz, aber das müssen wir noch verifizieren. Richten sich zur Sonne an. Das machen die tatsächlich. Ja. Das würde aber heißen, sie müssen. Oh, du hast ein Mückli gefunden auf dem Boden. Ja. Aber es würde heissen, sie müssen sich zuerst aufladen und dann tun sie sich zuerst zusammen, oder? Nein, das ist falsch. Wieso denn? Sie sind auf einem Haufen, dass sie, weil am Morgen ist es ja noch kalt, dass sie morgen warm haben und mit der Zeit haben sie wärmer und wärmer. Aber was bringt ihnen der Haufen denn? Eben, dass sie warm zusammen haben. Wenn sie allein sind, dann haben sie weniger warm. Wollen wir einmal in den Haufen hinschauen? Ja. Nein, vielleicht ist es wieder noch ein Winterplatz. Ah, da können wir einen Winterplatz. Ah, dann nehmen wir es. Wow. Passt auf, unten dran können Sie Krokodile haben und Piranhas. Einfach mit runtergehen. Oh, Pusche durch. Warte. Hinter den Kippen an. Okay, super, mir. Okay, ich gehe ganz führen. Hilfe! Ach, Achtung! Oh. Ich komme! Ha! 3, 2, 1! Nein! Ich will! Okay, ganz führen? Ja! Achtung, Melissa, heb dich! Ich heb mich! 1, 2, jump! Yay! Okay. Ja, es darf ja nicht im Fluss gehen. Zu den Crocs. Ah, okay, ich muss gerade zu den Crocs. Ich und dann jumpen wir. Eins, gar nicht jumpen. Zwei, hey, ja, super. Also, da sind Käfer da. Und da ist es auf der Bank, da bei den Stämmen da und so. Da hat es mega viel Käfer gehabt. Und die Sonne hat ein bisschen geschonen. Und da ist Efeufrucht. Und da sind die umgefallenen Bäume. Ich habe den Käfer aufgezeichnet und dort, wo sie leben, also beim Bänkchen, unten dran. Und die Sonne hat angeschonen und ja, also sie haben angeschonen und dann sind sie dort auf dem Haufen gelegen. Oh nein, das ist die falsche Seite. Da, die Efeufrüchte habe ich aufgezeichnet, also die Efeufrüchte habe ich aufgezeichnet. Also wie es aussieht, nicht so schön. Und also die Früchte haben so einen Deckel. So einen Deckel. Und das habe ich auch spannend gefunden. Ja. Ich habe auch die Totenkopfwanzen aufgezeichnet. Die haben wirklich so ein Gesicht eigentlich aufgezeichnet. Ich weiß nicht genau, was die Funktion von dem soll sein. Ob es wirklich ein Gesicht soll sein, wo ein anderes Viech verschreckt. Und ich habe gemerkt, eben, dass die sich da in der Richtung von der Sonne alle aneinander aufstellen. Und Babys, die sind da hinten im Spalt rein, oder? Die kleinen braunen Babys. Und ich glaube, sie sind dort viel besser geschützt als vorne. Und die Frucht vom Efeu ist wirklich mega, mega cool. Das sind so Pöppeli, also Stängel. Und wenn man das achtfach vergrößert, hat es da wirklich so einen Deckel oben drauf. Und ich weiß nicht genau, was da passiert. Ob der dann mal aufplatzt und ob die Samen rausgehen oder was auch immer.